Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout Shelter hier zum Schluss auf meinem Streaming-Kanal und die letzten zwei Folgen quasi nehmen wir heute auf und wir sind jetzt in der vorletzten Folge dieser Staffel. Keine Sorge, es wird danach weitergehen, aber nur noch einmal die Woche. Mehr will ich da aber auch nicht machen. Das werden wir dann jedes Mal am Samstag machen, wenn Livestreaming ist. Diesen Samstag übrigens an alle jetzt hier auf Twitch und auf YouTube. Wir werden am Samstag keinen Stream haben, weil meine, wie nennt man das, Schwägerin Geburtstag hat und ich bin auf dem Geburtstag von ihr. So. Ah, Sonja. Oh Mann, naja, egal. Ich werde das jetzt nicht kommentieren. Heute werden wir hoffentlich die meisten Ödländer jetzt mit einer Nummer versehen, dass wir wissen, wie viele Ödländer wir haben. Die Reservisten werden wir dann irgendwie noch reintun. Es haben sich noch ein paar Nachzügler gemeldet, die noch in die Vault wollen. Euch werden wir vielleicht heute oder morgen nochmal dran nehmen. Ihr wisst, ich vergesse sowas sehr gerne. Aber erstmal klicken wir doch hier drauf. Oder gucken wir, was wir jetzt nächstes Jahr haben. Was? Heilige Scheiße! Töte 1025 Kreaturen im Ödland! Ach du Heilige! Okay. Okay. Theoretisch müssen wir, um das schnell hinzukriegen, doch einfach nur. Wo sehen wir das? Da, den Kollegen Winnie abgeben mit mal zwei Zielabschluss. Den Kollegen Pip würde ich gerne hier behalten fürs Feuer. Cool. 1 von 1025. Ich würde sagen, das ist Erfolg. Erfolg auf ganzer Linie. Es wird schon ein paar Tage dauern. Aber es ist definitiv leichter. Es ist definitiv leichter als finde den mysteriösen Fremden 30 Mal. Das muss man dazu sagen. Drei Minuten und zwei Stunden? Nee. Also Big Bronx hat eine Rechnung aufgestellt. 1025 geteilt durch 25 sind gleich 21 pro Mal. Circa drei Minuten gleich zwei Stunden. Ist? Du wirst schon einen Grund für diese Rechnung haben. Ja, sieh Leute, es ist easy. Es ist quasi passives Leveln. Nicht Leveln, sondern Questen. Es ist einfach nur passives Questen. Wir schicken jemanden raus und freuen uns einen Keks. Und das geht ja recht schnell, weil ja, wir können 25 Leute raushauen. Ganz ehrlich. Okay. Zwei. Gehen wir es an. Gehen wir es an, Freunde. Erstmal sammeln wir wie immer alles ein, ne? Hier unsere Spartans, die uns immer noch irgendwie Geld geben, obwohl sie maximiert sind. Was fehlt euch denn noch hier? Der Big Bronx ist ein bisschen langsam, ne? Wieso hast du erst so wenig Glück? Wieso hast du so scheiß Werte? Wieso bist du der Einzige mit scheiß Werten? Was soll denn das? Guck mal, hier sind alle maximiert. Was geht denn? Komplett maximiert, komplett, komplett. Da fehlt noch Intelligenz. Und Charisma. Naja. Eigentlich müsste ich dich einmal noch Charisma trainieren lassen, ne? Weißt du was? Du gehst mal runter Charisma trainieren. Wir werden, glaube ich, jetzt die Ödländer langsam abschließen. Wer läuft denn da noch frei in der Gegend rum? Marlon, was soll denn das? Geh arbeiten. Habe ich dich vergessen? Ich glaube schon. Ach so, sind in etwa zwei Stunden. Ja. Also King Julian hat nochmal die Rechnung da aufgeschlagen. 1025 Gegner auf 25 Personen sind 41 Kills pro Person. Alle drei Minuten ein Kill sind etwa zwei Stunden. Aber Big Bronx hat das natürlich richtig erkannt. Nicht jeder Gegner wird getötet. Aber keine Sorge, wir kriegen das hin. Heute höchstwahrscheinlich nicht. Wir werden das mit Winnie ausprobieren. Wir werden also... Wer braucht noch eine Waffe? Braucht hier noch jemand eine Waffe? Du, it's finest. Du kriegst den MIRV, den Prototypen. Oh yeah.
So, wir werden das heute angehen, dass wir auf jeden Fall die Ödler irgendwie langsam mal fertig kriegen. Denn sobald wir die maximale Anzahl von 50 erreicht haben, ist Schluss. Jeder, der sich dann als Ödländer bewirbt, der kriegt erstmal spontan den Mittelfinger ins Gesicht gedrückt. Also nicht von mir, sondern von Lord Shelter. Ich würde euch niemals den Mittelfinger zeigen. Obwohl, ich hab's schon mal getan. Ich erinnere mich. Hoffentlich ihr nicht. So. Gut. Erstmal die Frage, läuft hier noch irgendwer doof rum? Ja. Raymond Frosts. Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, wer du bist oder woher du kommst. Ich lasse dich erstmal noch laufen. Das werde ich nämlich prüfen müssen. Und Carina läuft noch rum. Carinalein. Du möchtest doch bestimmt ein bisschen P trainieren, ne? Komm mit. Komm einfach mit, Mädel. Geh doch einfach ein bisschen trainieren. Weißt du, willst das? Ist da noch Platz? Yep. Sehr schön, okay. Legen wir los, die Ödländer. Wir fangen an mit Doperfil. Warte mal. Wo sind wir derzeit mit den Nummern? Ich weiß, dass fast alle Nummern vergeben sind. Wir sortieren mal nach Bewohner. Ja, das ist gut. Und wir sollten die Leichen gleich auf jeden Fall wiederbeleben. So, den Jäger hatte ich hier rausgeschickt zum Leveln. So, wir sind bei 35, 34 fehlt uns noch. Dann haben wir 35, okay. Das heißt, wir haben noch Platz für 16 Leute. Silo, du darfst gerne wieder Feuerwehrmann spielen. Das ist gar kein Problem. Wir sind jetzt fertig. Oh, 4 Kreaturen. Es läuft, Freunde, es läuft. Und das sind so angenehme Quests. Einfach nur passiv da sein. Bin ich gerade maximiert worden? Yeah, baby. So gefällt das dem Zero. Außer, dass meine Katze mir natürlich den Hintern ausstreckt. Jetzt hat sie es gemerkt, ja. Jetzt verschwindet sie schnell. Oh. Oh. Es ist Zeit für Mr. Pip. Der Hammer. Ja, King Julian, es ist immer so eine Frage. Wir werden uns einfach überraschen lassen. Wir werden uns überraschen lassen, wie schnell wir das hinkriegen. Erst müssen wir das Feuer abwarten. Ich muss sagen, wir kommen sehr, sehr langsam voran. Aber naja. Wir müssen endlich nur, ob ihr sterbt alle, ne? Ich dachte schon. So. Daran denken, Pip wieder mitzunehmen. Sonst kriege ich aufs Maul von euch, das weiß ich. Oh. Und ich muss auf jeden Fall die Maximalen hier noch rausfischen. Wie dich zum Beispiel, Mr. Fry. Mr. Fry. Gehen Sie doch einfach weiter trainieren. So, dann haben wir hier noch jemanden maximiert. Der kann in Ruhe mal trainieren. Und du kannst einfach hier hochgehen, ne? Die Intelligenz brauchst du gar nicht. Charisma. Wie leer das da unten ist. Krass. Ich weiß gar nicht, ob wir die alle Gebäude noch brauchen werden. So. Dann weiter. Jetzt haben wir das Feuer gelöscht. Pip haben wir zurückgeholt. Ich bin im... Ach genau. Ich wollte mir ein anderes Gebäude bauen, ne? Alter, Zero, komm mit. Wieso mache ich mir selber Stress? Alter, ich krieg den nicht gefasst. Na, endlich. So. Zerstören. Dann gehe ich als nächstes auf. P. P wie Polar. Polar Express. Zwinker, Zwinker, King Julian. So. King Julian weiß, was ich damit meine. So. Dann weiter. Und Bibi natürlich auch. Die wissen das. Das ist so ein kleiner Running Gag momentan bei uns. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, ich habe natürlich eine Wasseraufbereitungs... Ich will nicht arbeiten, ich will trainieren. Gott, bin ich blöd, ey. Oh, schlagt mich einfach nur. Mitten ins Gesicht. Das habe ich verdient. Aus verschiedenen Gründen. Nicht nur deswegen. Ja, King Julian. Ja, King Julian, du hast recht. Gerade schon auch gerettet. So. Gut, ich trainiere jetzt fröhlich hier vor mich hin. Ich wollte das aufleveln. So, jetzt können wir uns aber um die Ödländer kümmern. Dann haben wir hier Male. Kaufen wir erstmal die normalen Sachen. Und sammeln das auf jeden Fall ein. So.
Rostiger Fettmann können wir herstellen. Black Hawk können wir herstellen. Das war gut gemacht, mein Freund Marley. Hast du gut gemacht. Dafür kriegst du auch eine neue Nummer. Und zwar die 34. So, 34 für Marley. Schick mir ihn direkt mal arbeiten. Ich weiß, das ist alles ein bisschen langsamer jetzt, dass wir das so machen, dass wir den gleichen die Nummern vergeben. Aber besser jetzt, als dass ich es nie tue. Das ist auch der Grund, warum ich niemals die Nummern vergeben habe. Weil ich immer alles in Stress und Eile gemacht habe. Und das muss nicht sein. So, und zum Ausgleich schicken wir einfach mal, ich weiß nicht, den Christoph raus. Ja, den Christoph. Den Christoph, der kriegt das hin, du. Jetzt sogar schon eine Nummer. Der Fremde war gerade da? Okay. Ich hab den nicht gehört. Habt ihr nicht gehört? Ich werde jetzt mein zweites Ohr noch reinstecken. Und meinen Ton lauter machen. So. Hey, 7 Kreaturen. Nice one. Gut. Dann Kabuki-Mann. Heißt, wir sind jetzt bei 36, ne? Mein Lager wird definitiv voll sein. Ach ne, ich habe ja die ganzen grünen Sachen gelöscht. So, Kabuki-Mann. Du kriegst die 36, also es wird knapp. 36. So, dann tu dir auch mal Glück, komm. Steck dich einfach irgendwo rein. Kann man später alles umändern, ne? Der Dopafil, dem wir eine Geschlechtsumwandlung zuziehen werden, verstärkt der Alien Blaster. Nice. So. Dann würde ich sagen, nehmen wir Dopafil mal hier raus, stecken ihn da rein. Und dann gucken wir mal. Wieso läufst du hier so frei rum? Geh sterben. Alter, was willst du? Wenn ich arbeite, der stirbt. Ganz einfach. So. Ja, ich hätte schon gerne bessere Werte. Hatten wir nicht letztens eine Frau bekommen? Aus einer Lunchbox? Das war jetzt nicht die, die wir getötet haben, oder? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Wo könnte das denn sein? Oh, ich habe ihn gehört. Ich habe ihn gehört, Freunde. Ich habe ihn gehört. Das ist aber leise. Irgendwas stimmt mit dem Ton nicht. Concentration, Concentration. Wo bist du, Mr. Unbekannter? Nein, ich hab doch drauf gedrückt! Ich hab doch drauf gedrückt! Ich hab drauf gedrückt! Nein, ich hab ihn gefunden! Wieso verschwindet der denn so schnell? Es ist traurig. Aber Silot, das war das erste Mal, dass ich ihn gefunden habe. Also während der Quest. Dreckskerl, ey. Schmor der Hölle, du Bastard. Ganz ehrlich, Schmor der Hölle. Ich hab da echt keinen Bock drauf. Ja, alte 34 Unfälle auf. Super, bestens. Geil, geil. Ich sag schon geil. Keil gibt's leider nur in South Park. Naja, komm. Ich hab da jetzt echt keinen Bock drauf. Ich hab da echt keinen Bock mehr drauf. Der Typ, der geht mir sowas von... am Schnürsenkel. Wobei. Hab ich keinen Bock mehr. Nö. Scheiß auf die Quest. Scheiß drauf. Will ich nicht mehr. So, erstmal Glifo einschicken. So. Ach, du hast schon eine Nummer... auch schon eine Nummer. Axant auch schon eine Nummer. Oh, nice. Dennis, Yuzel, du hast noch keine Nummer. So, jetzt kann ich auch den Ton wieder leiser machen. Ich will keine Kekse, sie dort. Ich finde nur noch, dass der Unbekannte stirbt. Ich will ihn töten. Ich werde in Fallout 4 extra den Perk skillen, dass ich den sehen kann und dann bringe ich ihn um. Aber ich glaube, man kann ihn gar nicht umbringen. Ich glaube, es geht gar nicht. So.
Wo bist du hin, mein Freund? Wo bist du hin? Hab ich dir nicht schon reingeschickt? Nee, hab ich nicht, oder? Ich hab doch gerade einen reingeschickt, der eine Nummer hatte. Also die deins. Ich glaub, da will mich jemand verarschen. Ach, der wartet noch. Okay. Dennis. Polarstraße 25 in Lübeck. Ja. Hier gibt es. Hier gibt es. Ist bei mir, ja. So. Dennis, ich bin sehr enttäuscht. Das war schlecht. Das ist kacke. Jetzt lockst du auch noch Raider an mit deinen drei Sachen, weißt du? Ich hoffe, ich kann dir eine Nummer verpassen, ohne dass sie irgendwie verschwindet. Dann kriegst du die... Hatten wir schon 36? Die Zeitspanne meines Gedächtnisses ist nicht sehr hoch. Habe ich so ein Gefühl. So. Hatten wir die 36 schon? Ja, Kabuki-Mann. Tatsächlich. Der Kabuki-Mann, ja? Ich hätte gleich da bleiben können. So, die Raider können sowieso nichts ausrichten. Bin ich mal ganz ehrlich. Was sollen die Raider schon machen? Dann kriegst du tatsächlich die 37, mein Freund. Oh, das ist ja was ganz Spezielles hier. Dennis User ist... What? Wieso bist du wieder auf 36 gesprungen? Wo ist der Kollege zweimal drin? Das gehört bestraft, Alter. Das gehört bestraft. Dennis User ist zweimal drin. Dennis User? Tatsächlich. Der wartet einfach zweimal. Aber das ist der bessere Dennis User. Das heißt, wir werden den anderen Dennis User mal verscheuchen. Ja, ja, mysteriöser Unbekannter. Mir bist du jetzt scheißegal. Fahr zur Hölle. Fahr einfach zur Hölle, ganz ehrlich. Tatsächlich. Okay, Mr. Dennis User. So, entferne ich dich mal einfach. Ich behalte ihn einfach mal auf 37. Für den Fall der Fälle, dass wir da jemanden noch einpacken können. Silot, entspann dich. Kriegen wir auch noch hin. Aber danke, Silot, auf jeden Fall für den Tipp, dass er zweimal drin ist. So. Weiter im Text. Der nächste, die Nummer 38, Jolle. Die 38 kommt jetzt. So, komm mal an hier. Komm mal ran. Joshua, da bist du doch. Dir geht's gut, siehst du doch. Ich werde dir jetzt nämlich eine Nummer verpassen. Und wenn sie dir nicht gefällt, ja, dann, weiß ich drauf. Nein, Spaß. Aber wir verteilen jetzt einfach die Nummern. Soll er doch da im Aufzug stehen, King Julian? Ist mir egal. Vielleicht verspottet er mich gerade. Kann auch sein. Vielleicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, Silot, werf ihn mit dem Keksen ab. Vielleicht kriegt er ja Diabetes dadurch. Das wäre cool. So, Cooper, IP. Du kriegst die, wenn ich dich reinlassen würde, 39. Und ein taktischer Flammenwerfer kriegen wir. Nice. Die 39 an Cope IP. So, und somit sind wir bei 40. Dennis User mal wieder. Ups, ich habe vergessen, Sachen zu verkaufen. Egal. So kommt das zustande, Freunde. So kommt das zustande. So. Und die 40 an Dennis User. Dann haben wir The Tim, der tatsächlich rausgegangen ist, um Level 50 zu kommen. Hat er nicht geschafft. Kannst gleich nochmal rausgehen, Freundchen. Und Momo. Wir haben also noch 10 Stück frei. Können wir zählen? Wir können das abzählen. Wir haben El Fuxo, Max Urban. 2. Ja, sehr schön. Aber noch insgesamt 9 Stück Platz. Ich weiß, ich hab... Was soll das denn? Okay, dann haben wir insgesamt noch 10 Stück.
10 Plätze haben wir frei. Das ist doch gut. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Na gut, beleben wir erstmal die Toten wieder. Schicken dann die Jungs raus, damit sie ziemlich viele Leute töten. Wieso hab ich dich nicht reingelassen? Bombus, tut mir leid. Ich hab dich vergessen. Oh, Renex, du läufst ja immer noch, Alter. Ich bin begeistert. Der holt die ganzen Toten hier. So, der Jäger kommt zurück. Fast Level 50. Fast. Ach Quatsch, Silord, der muss nicht 37 sein. Joshua, du bist aber schon dabei. Oder willst du einfach nur die Nummer 20 haben? Oder willst du den 20er Typ haben? Naja, Tobi, komm zurück. So, die Ob... Die 8. Uno Secundo. Haben wir zweimal die 8? Ich habe doch die 8 gerade eben schon mal gesehen. Ach, wir hatten noch Doppelte, ne? Wir hatten noch Doppelte, wie zum Beispiel Fallout Boy und Carina. Wollte ich nicht einem von euch die 10 geben? War da nicht was? Ja gut, Carina, da du anscheinend auch jünger als dein Vater bist, es wäre sehr seltsam, wenn nicht, gebe ich dir mal die 10. So. Wir hatten doch Doppelte noch. Stimmt, und Dopaphil wollte ja die Frau werden. Das müssen wir auch noch klären und oh Gott. Wir sind doch... Die sind doch noch... Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich werde sofort in den Flugmodus wechseln. So. Das heißt, wir haben doch noch mehr, als ich dachte. Wir haben Lord Zero, Zero ist ja noch, Niklas ist ja noch, Noisy Boy ist ja noch die 1. Okay. Wir müssen doch noch warten, bis alle zurück sind. Sonst wird das nichts. Wir müssen jedem hier eine Nummer geben. Außerdem müssen wir erstmal feststellen, wer überhaupt die 1 hat. Ich glaube, die 1 haben wir noch gar nicht vergeben. Oder haben wir wahrscheinlich schon. Ich wollte dich wiederbeleben, oder? Silux? Wollte ich wiederbeleben. Wo ich die jetzt rausschicke, sollte ich auf jeden Fall nach Doppelgängern Ausschau halten. Alle tot. Alle einfach tot. So. 21 Kreaturen schon. Ja, King Julian, mal gucken, ne? King Julian, ich muss dir dazu aber sagen, ich weiß nicht, ob dein Name überhaupt da reinpasst. Ich glaube, dein Name ist zu lang. Ich muss noch kontrollieren, wie viele Buchstaben wir maximal verwenden dürfen. Und dann kann ich es dir gerne sagen. Die Hälfte weiß Bescheid. Was heißt hier die Hälfte? So. Ja, Josh. Nur weil der andere bessere Werte hat. Du kriegst ja auch irgendwann bessere Werte. Du musst nur trainieren. Na gut. Okay. Doppelte Buchstaben. Doppelte Zahlen meine ich. Nicht Buchstaben. Wir haben ja ganz viele Einser, die noch zurücklaufen. Ich glaube, wir machen das einfach so. Die letzte Eins, die übrig bleibt, der behält einfach die Eins. Big G, das tut's auch. Da weiß ich schon ganz genau, nach wen ich dich benennen werde. So. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 20. Wo ist 16 bis 19? Wo zum Teufel ist 16 bis 19? Was ist das für eine scheiß Sortierung? Hauptsache hier ist 5, 6, 7. Jetzt mal ernsthaft. Wo ist der Rest der 10er-Bande? Hä? Die 20er sind komplett... Hab ich ernsthaft bei 15 aufgehört? Gut. Joshua, beruhig dich. Wir haben hier gerade ein großes Problem. Ich habe 16 bis 19 vergessen. Das heißt, wir haben tatsächlich noch mehr Leute, als ich dachte.
Okay, wir machen das so, dass die 1 der letzte erhält, der hier noch rumläuft. Okay, okay, okay. Dopafil, du wirst erstmal das hier verlieren. Dann gebe ich dir die 16. Somit bist du quasi freiwillig. Sonja, wie weit ist denn die Sonja beim Training? Ich meine, es ist eigentlich bestimmt ganz einfach, dich zu finden. Du bist hier die einzige Frau. Du kannst gleich mal hier bleiben und du auch. Da, mit den grünen Haaren. Also ich erkenne dich sofort. So, du bist am Glück trainieren. Deine Glücksphase endet nach 5 Glück noch. Also ein bisschen dauert das noch. Aber dich kann ich auf jeden Fall auch da platzieren. So, Madame. Dann nehmen wir dich. Ist zwar nicht gut trainiert, aber jeder fängt mal klein an. Der Doper. Weiß nicht, hat man ihn so geschrieben oder so? Vielleicht hätte ich mir mal merken sollen, wie man ihn schreibt. Vielleicht hätte ich den Namen nicht sofort löschen sollen. Ich schreibe einfach mal Dope. Das war ein B, ne? Doberfil. Okay, in den Kommentaren ist er leider nicht vorhanden. Schade. Schade. Okay. Er wird sich ja schon melden, wenn ich es falsch schreibe. Ich glaube, das war mit einem B, ne? Doberfil. Dober. Es sieht falsch aus. Wie habe ich den geschrieben? Ach da. Danke, Joshua. Danke, Joshua. So. Doberfil. Ich weiß nicht. Habe ich den wirklich so geschrieben? Jetzt habe ich Schill geschrieben, ne? Schill mal Dopa. Weiß nicht, ich glaube, der wurde anders geschrieben. Ich glaube, der wurde anders geschrieben. Egal. Wir werden erstmal angegriffen. Wir werden hier schnell nochmal Pip ausgeben. Bam! 3 Unfälle mehr. Schön. Ich liebe ihn. Der ist einfach genial. Okay, Dopafil. Muss mir aber nochmal deinen Kommentar angucken, wie du aussehen wolltest. Dopafil. Wurde er wirklich... Ich glaube nicht. Wird er so geschrieben? Der wurde doch mit B geschrieben, oder? Doberfil. Was nicht Doberfil? Also wenn ich Mr. Handy, der genauso hieß? Oder ist nicht der am Eingang? Nein. Ach, Dreck. Sehr schlau, Zero, sehr schlau. Naja, egal. Geh mal einfach trainieren, Madame. Du kriegst natürlich auch eine Nummer. Und zwar gebe ich dir einfach mal die 17. So, 17. Das war die 16, ich weiß. 17. Sehr schön. Ich lasse mich einfach überraschen. Er wird sich schon melden. So. Das hätten wir geschafft. Wahrscheinlich muss er nochmal zum Friseur, um angepasst zu werden, aber das haben wir. Schicken wir die Leute mal raus. Was geht mit dir, Jule? Ah, du hast eigentlich gute Werte, bis auf die 2 da, ne? Also du warst erst vor kurzem draußen. Ganz ehrlich, ich muss mal Leute raussuchen, die noch nicht draußen waren. Oder lange nicht mehr. Wo ist mein Charisma-Training? Hier, ne? Kann ich dich auch nicht reinschicken. Intelligenz kannst du noch gebrauchen. Oder P. P. Da ist auch kein Platz mehr. Ich kann dich nirgends wohin schicken, oder? Ich schicke hier einen raus. Wie wär's mit... Thank you.
Es braucht nur ein bisschen Schläge. Ich hab's mitbekommen. Ihr hört es wahrscheinlich nicht. Aber er hat mich gerade angerufen. Ja, das Mikro ist gerade ausgefallen. Aber naja. So, Mikro funktioniert wieder. Ich brauche unbedingt ein neues Kabel, Freunde. Ich brauche unbedingt ein neues Kabel. Ich komme einfach nicht dazu. Das ist grausam. Grausam. Ich muss mich Freitag mal drauf anmachen, da das Ding zu holen. Naja, komm, wir müssen jetzt weitermachen. Komm, schnell. So, Joshua, du trainierst am besten. Ich heile dich mal, weil du geheilt werden musst. Kiana Kisha, du musst unbedingt trainieren. Encores. Gut, Encores. Ich würde mal glatt behaupten, du gehst. Flori, hallo. Ich hoffe, du genießt den Stream. Entspann dich. Trink einen Tee. Ich brauche kein privates Krankenzimmer. Wenn ich krank bin, dann gehe ich mit meiner Frau. Tee trinken. Ja, aber das Ding ist, wenn ich bei Amazon bestelle, und dann kommt. Die kommen immer, wenn ich arbeite. Und dann muss ich jedes Mal zur Post latschen, die dann zu ist. Und dann hole ich es am Freitag ab, weil ich nur Freitag die Möglichkeit habe, zur Post zu gehen. Das ist das große Problem bei Amazon, wenn ich da irgendwas bei Amazon bestelle. Ich kriege da irgendwie nichts hin. Flori, man weiß es nicht. Mal gucken. Wir sind hier gerade noch dabei, die Ödländer ein bisschen zu verteilen. Dass sie ein bisschen was geritzt kriegen. So, und... Oh, Moment. Haben wir ihn schon rausgeschickt? Dennis Yusel, Momo, Axon, Fallout Boy. Weißt du was? Fallout Boy. Du wolltest ja immer ein Tier haben. Du kriegst jetzt Winnie. Nicht für immer, ich leih ihn dir nur aus. Und du holst mir jetzt ein paar tote Kreaturen. Mach deine Tochter stolz. So, erstmal einen kleinen Ausfall, da hat er sich kurz geweigert. Mach deine Tochter stolz und töte ein paar Kreaturen für sie. Sieh, Leute, ich bin gerade beschäftigt. Tevin, du bist ja noch nicht maximiert. Wir müssen das jetzt erstmal hier hinkriegen. Ich weiß, ihr wollt alle gesehen werden, aber ihr als Ödländer werdet ja immer gesehen. Was, Kabuki, Mann? Was ist denn los mit dir? Wo kann ich dich hinschicken, wo du noch nicht warst? Wie wär's mit Stärke? Da passt sogar noch was rein. Perfekt. Ich könnte ja mal was versuchen. So, warte. Solange die angreifen, ist mir scheißegal, ob da jemand umkippt. Ich nehme mal das. So. Pack ich da hin. Plus. Bild. Wir haben es gleich. Es wird gleich eventuell ein wenig blau. Lasst euch nicht irritieren von der Blauheit. Lasst euch nicht irritieren, das Blau ist gleich weg. So, ich will nur was probieren. Es ist quasi ein kleiner Test für zwischendurch, weil ich Spaß dran habe. Ich bin ein Spielkind, Freunde. Ich bin ein verdammtes Spielkind. Und deswegen muss ich spielen. Da gehen wir mal rauf. Nein, das war falsch. Da wollte ich raufgehen. Wir können alles in Blau machen, theoretisch. Aber ich nehme das hier mal weg. Benutzer definierte Farbe. Farbe auswählen. Moment.
So. Oh Gott. Okay. Okay, so ein bisschen Glätte. Sieh mal einer an, Freunde. Alles in Blau. Aber ich glaube, das ist nicht so cool, ne? Ich glaube, das ist nicht so cool. Ich hab's mir tatsächlich besser vorgestellt, aber... Naja. Wollen wir da noch so Schönes machen? Oh, ich kann alles heller machen. Und dunkler. Naja. Na gut, komm. Fertig gespielt. Komm, scheiß drauf. Das ist etwas verschwommen, ja. Schade, wäre cool gewesen, wenn wir das Grüne einfach überdeckt hätten, ne? Gut, so viel zum Spielen. Weiter. Ich lasse mich viel zu leicht ablenken, kann das sein? Ich lasse mich so leicht ablenken. So, ich möchte rausschicken die 20. Vorher werden wir ihm noch einen Namen verpassen. Und zwar haben sich ja noch ein paar Nachzügler gemeldet. Die können wir gerne hier und jetzt mal reintun. Und zwar, wenn ich hier mal auf die Kommentare gehe. Der ist nicht blond. Gut, dann machen wir einen anderen. So, da, gefunden. Jonas hast du nicht gesehen. Ich kann den Nachnamen nicht aussprechen, aber ich kann ihn aufschreiben. Jonas? Scholl? Üke? Schollücke? Schollücke? Ist das irgendwie österreichisch? Keine Ahnung. So, den wollte ich rausschicken, ne? Wo ist er hin? Da. Jonas, herzlich willkommen in der Vault. Du darfst auch sofort losziehen und etwas Schickes für mich suchen. So, dann haben wir hier, nicht den Joshua, sondern hier hatten wir noch einen anderen, ne? Die 16. Die 16 geht. Ach so, cool. Er hat sich einfach 5-mal beworben, kann man ja mal machen. Blonde Haare wird schwierig. Gut, der Bewohner heißt Lars. Herzlich willkommen in der Vault, Lars. Wo bist du? Da, ne? So. Lars, du kannst mir auch mal ein bisschen was organisieren. Du kriegst aber ein bisschen mehr von dem Redway. Ich glaube, das wird sowieso nicht reichen. Und der Rept. Der Rept wollte auch dazu. Haben wir noch eine freie Nummer. Rept. Rept. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht über 50. Ansonsten muss ich einen der drei, die ich gerade benannt habe, auf jeden Fall wieder zurück benennen. Weißt du was, Rept? Wir müssen leider mit dir warten noch. Aber ich pack dich gerne als Reserve hin. Ich habe wirklich Angst, dass wir doch dann über 50 kommen. So, wir haben viele Glatzköpfige hier, ne? Das ist eine Glatzkopf-Vault. Hier, Wrapped. Nein, das ist schon Keksi. Tut mir leid, Keksi. Alles Glatzköpfe. Magic. Tobi. Wir haben hier kaum noch Leute, die trainieren. Was ist denn los? Da, du nimmst den Test. Wrapped. Ich werde dich mal als Reserve einplanen. Ich weiß, dass du als letztes dazugekommen bist. Deswegen drück dir mal selber die Daumen dafür. Und da haben wir noch einen Kollegen. Nehmen wir einfach den hier mit dem Zöpfchen. So. Leons Klammer zu.
Leon Sayer. Ich hoffe, ich habe dich noch nicht angenommen. Wenn nicht, dann ist das zweite Mal, aber das werden wir ja sehen. Okay, perfekt. Das hätten wir damals geschafft. Wir kriegen immer mehr tote Tiere. Sehr schön. Tevin, ich habe auf der Arbeit Kopfhörer zum... Ich will jetzt mal nichts Böses sagen, aber... Musik hören? Ja, Big Brooks, du hast recht. Die Folge ist natürlich fast schon zu Ende. Oder eigentlich schon zu Ende. Wir machen das hier schon zu lange. Aber ich habe einfach versucht, noch irgendwas hinzukriegen, was uns definitiv fehlt. Und das sind halt diese Nummern. Und hier laufen noch ganz viele Leute durch die Gegend, die einfach verplant sind. Wir müssen das irgendwie mal hinkriegen. Na gut, wie viele Leute haben wir jetzt draußen? 19. 6 können wir noch rausjagen. Das wird schon. Ja, ich schaue auf der Arbeit Pornos und deswegen habe ich Kopfhörer. Damit es nicht zu laut ist. Also ganz ehrlich, King Julian, wenn es eine Sache gibt, die auf der Arbeit Porno ist, dann bin ich das. Und mit diesen Sätzen beende ich die Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.